Wenn man keine Tierprodukte konsumiert, wird man regelmäßig selbstbewusst darauf hingewiesen, dass Pflanzen doch auch Lebewesen sind. Oft wohl in dem Glauben, den Veganer mit dieser vermeintlichen Neuigkeit völlig zu überrumpeln. Es wirkt schon etwas kurios, wenn Menschen, denen Tierleid eher egal ist, plötzlich eine vermeintliche Sorge um das Leid von Pflanzen entwickeln. Wenn man Kritik mit Gegenkritik beantwortet, statt die Kritik selbst zu widerlegen, ist das ein logischer Fehlschluss, den man tu quoque nennt. Wenn man dazu noch impliziert, dass es dasselbe ist, ein Gänseblümchen zu pflücken oder einer Katze die Beine auszureißen, ist das nicht nur zynisch, sondern ein weiterer Fehlschluss, den man falsche Äquivalenz nennt. Warum engagieren sich also Veganer angeblich gegen das Leid von Tieren, haben aber mit dem Töten von Pflanzen keine Probleme? Nein, das liegt nicht daran, dass Pflanzen keine süßen Knopfaugen haben, die sentimental machen oder dass man die nicht so gut streicheln kann. Veganer essen keinerlei Tierprodukte, auch nicht die von hässlichen Tieren. Kurze Antwort: Pflanzen sind nicht bewusst leidensfähig und können keine Schmerzen empfinden. Wenn ein Veganer vielleicht etwas ungenau von Lebewesen spricht, meint er damit oftmals leidensfähige Lebewesen. Es gibt immer mal wieder pseudowissenschaftliche Untersuchungen, die behaupten, dass Pflanzen anfangen zu schreien, wenn sich ihnen jemand nähert, der ihnen mal Blätter rausgerissen hat, oder die behaupten, dass Pflanzen, obwohl sie keine Ohren haben, es mögen, wenn man mit ihnen spricht oder gern klassische Musik hören. Aber seriöse, intensive Forschung hat nichts ergeben, was darauf hinweisen würde, dass Pflanzen irgendeine Art von bewussten Empfindungen aufweisen. Schmerz hat die Aufgabe, höhere Lebewesen vor Schaden zu bewahren. Da Pflanzen aber nicht flüchten können, macht es evolutiv gar keinen Sinn, dass sie überhaupt so etwas wie ein Schmerzempfinden entwickeln würden. Man hat inzwischen gut verstanden, was für Bewusstsein und Schmerzempfindung Voraussetzung ist. Und ohne sowas wie ein zentrales Nervensystem oder eine Art Gehirn existiert sowas in der Natur nicht. Pflanzen sind am ehesten so etwas wie biologische Automaten. Sie reagieren natürlich in einem gewissen Maße auf ihre Umwelt und können auch ein Stück weit untereinander kommunizieren, aber das können beispielsweise Smartphones auch. Und diese würden wir kaum in einem bewussten Sinne leidensfähig nennen. Aber obwohl Pflanzen kein Bewusstsein und keine aktive Leidensfähigkeit besitzen, sollte man aus ökologischen Gründen natürlich versuchen, so wenige Pflanzen wie möglich zu schädigen. Und besonders wenige Pflanzen tötet man als Veganer, denn um Tierprodukte zu produzieren, muss ein Vielfaches an Pflanzen verfüttert werden. Je nach Tierart benötigt man bis zu 15 Mal so viele Kalorien aus Pflanzen, wie man nachher in der Form von Fleisch erhält. Um meinen Energiebedarf zu decken, kann ich also eine gewisse Menge an mutmaßlich leidensfähigen Pflanzen töten oder ein definitiv leidensfähiges Tier, zu dessen Fütterung vorher eine vielfache Menge an Pflanzen getötet wurde. Selbst wenn man entgegen jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis nicht nur annimmt, dass Pflanzen und Tiere gleichermaßen Leid und Schmerz empfinden können, sondern auch wenn man Tieren hypothetisch einmal die Leidensfähigkeit komplett abspricht und annimmt, dass Pflanzen wirklich leiden können, habe ich also die Wahl, ob ich einige wenige Pflanzen töte, indem ich sie direkt esse, oder ein Vielfaches an Pflanzenleid erzeuge, indem ich Tiere esse. Wenn man die fiktive Prämisse, dass Tiere nicht leidensfähig sind, auch noch weglässt, kommt das Leid der Tiere auf das der Pflanzen auch noch obendrauf. Wen das alles nicht davon überzeugt, dass es entscheidende Unterschiede zwischen Pflanzen und Tieren gibt, der kann für sich selbst ein kleines Experiment machen. Menschen haben die etwas kuriose Angewohnheit, sich zu allerlei Anlässen die Geschlechtsorgane von Pflanzen zu überreichen. Verschenkt doch einfach mal bei nächster Gelegenheit stattdessen einen Strauß Schweinepenisse und lasst mich wissen, wie es gelaufen ist. Natürlich fordere ich nicht zum Kauf von Tierprodukten auf, aber vielleicht hat ja der nette Fleischer an der Ecke noch ein paar übrig, die er nicht in die Wurst getan hat.